der Diamond Award auf dem Industriegipfel 2018. Sie sind Jurymitglied gewesen, haben die Projekte ausgezeichnet und mit ausgewählt. Was hat Sie an der Aufgabe gereizt und was waren die großen Herausforderungen? Naja, für jemand, dem an Innovation und Transformation liegt, ist das natürlich ein sehr schönes Spielfeld. Und ich hatte es ja vorhin auch auf der Bühne gesagt, eigentlich bräuchten wir viel mehr Diamond Star Awards, weil es gibt so viele tolle Ideen, so viele tolle Projekte, viele Mitarbeiter von Unternehmen, die sich ins Zeug legen und dann die Konzepte umsetzen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Spirit in der Jury und auch mein persönlicher Antrieb, einfach da Wertschätzung den Ideen, den Konzepten und der Umsetzung entgegenzubringen, weil es sich einfach lohnt. Denn die Projekte schaffen Mehrwert für die Unternehmen, sie motivieren Mitarbeiter und sie helfen zuletzt natürlich auch dem Industriestandort Deutschland. Reden wir über diese ausgezeichneten Projekte konkret oder vielleicht auch ganz allgemein über Industrial Business 4.0. Was macht ein Unternehmen da besonders attraktiv? Ja. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen den Buzzwords, die immer so dann auch schnell in den Markt umhergetrieben werden, und den tatsächlichen Themen, den Konzepten und den Projekten, die wir hier prämieren. Ja? Weil wenn man sowas nimmt wie ein Digital Twin, dann ist der überall in der Presse. Wenn man aber sieht, was heute hier prämiert wurde, dann war es die konsequente Verknüpfung von einer Produkt-Service-Idee über Daten, Technologie, Verankerung in der Organisation bis hin ins Produktionssystem. Und das macht es, glaube ich, aus. Ja? Und für mich persönlich sind diese Projekte immer gekennzeichnet durch einen hohen Innovationsgrad. Es hat immer was mit Daten zu tun. Es hat immer was mit Transformation zu tun, auch mit Design und in letzter Konsequenz natürlich dann auch mit Technologie. Vielen herzlichen Dank.